Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, als es hieß, wir dürften ab Mitte Mai wieder Gottesdienst feiern. Aber diese Freude ist bald der Ernüchterung gewichen. 20 Quadratmeter pro Person sind das Richtmaß für die Besucherzahl. Das heißt, in unserer kleinen Lutherkirche wird die Besucherzahl wohl auch klein bleiben. Wir werden im Presbyterium miteinander nachdenken, wie wir das angehen. Es ärgert mich, dass dieser fiese Virus nach wie vor unser Leben so bestimmt. Ich muss gestehen, ich fühle mich wirklich machtlos und klein angesichts dieser Herausforderung. Dabei hungert mich nach Gemeinschaft, nach Alltag. Ich sehne mich nach Nähe, Begegnung. Ich möchte mich gerne über Gott und die Welt austauschen und weiß, das geht noch nicht so. Die Angst ist noch zu groß und die Beschränkungen auch. Das heißt auch, dass ich weiterhin Zeit habe, viel nachzudenken. Und ich habe dieser Tage zurückgedacht an eine ähnlich herausfordernde Zeit in meinem Leben vor 30 Jahren, als ich im Haus der Stille gelebt habe. Die Zeit war allerdings nicht so gefährlich und angstbesetzt wie die Zeit jetzt, sondern hochinteressant. Ich war damals Schafhirte. Und wer jetzt schmunzelt, weil er mich kennt und weiß, dass ich weder handwerklich sehr begabt bin, noch mit Tieren aufgewachsen bin, ich erkläre euch, wie es dazu kam. Die Hirtin im Haus der Stille hat damals Hilfe gebraucht und kam auf die Idee, das könnte der angehende Theologe machen, mal echte Schafe hüten. Meine erste Aufgabe war, Schafstall auszumisten. Dann durfte ich ein kleines Lämmlein mit der Flasche aufziehen, dessen Mutter bei der Geburt gestorben war. Und dann habe ich andere Dinge gelernt. Schafe entwurmen, Klauen schneiden, Schafe scheren. Die Schafe oft auch beobachtet. Ich kannte nicht alle mit Namen so, wie die Hirtin das konnte. In dieser Zeit meines Hirteseins ist mir ein altes Gebet ans Herz gewachsen, das ich seither in mir trage, längst auswendig kann und das in mir wirkt und an meinem Herzen arbeitet und in bestimmten Zeiten hochkommt, mir einfällt, mich findet, mich herausfordert, mir hilft, mich tröstet. Jetzt ist wieder so eine Zeit. Und dieses alte Gebet geht so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn immer da.